Moin zusammen! So, da sind wir wieder. Aufgabe. Nicht gestartet, zurück. Los Muertos, Handel. Handel hat sich in der Vergangenheit einigermaßen gelohnt. Das sind die Sachen, die wir anbieten können. Vielleicht was dabei, das ihr gebrauchen könnt. Spülsinn für Profis. Oh, Wahrnehmung. Okay, krass. Handel erbitten. Verstanden. Ich habe eine kleine Handelsgruppe zu den folgenden Karten. Oh, trefft euch, sie dürfen. Sie werden die Sachen, die ihr braucht, mit euch tauschen. Macht keine krummen Sachen. Meine Leute sind gut trainiert. Was gibt's? Wir sind gerade bestellt. Hä? Okay. Einige der Pflanzen können geerntet werden. Welche? Oh, mein Kohl ist fertig. Warte mal, Melissa. Pflanze ernten. Pflanze ernten. Anderen Überlebenden begegnet. Begegnung in Shetterdasse. Ach, Edward schon wieder. Klicke zu fortfahren. Abhauen. Flucht erfolgreich. Muss ich jetzt nicht haben. Such den neuen Rekruten, ich bin erfahren. Ich habe in den letzten 2 Monaten schon für 4 andere Fraktionen gearbeitet. Ja, muss ja einen Grund haben, dass es die Fraktion irgendwie nicht mehr gibt oder du nicht mehr da bist, ne? Danke, nein. Kann ich nicht. Yes. Samen pflanzen. 16 und 24 Grad. Ich nehme die einfach mal. Und hier auch. Grüner Daumen. Bei der Ernte von Nutzpflanzen werden schneller gesammelt. Ja, cool. So, und aber sowas von ab ins Bett. Die Männers kommen gleich nach Hause. Die wollen dann auch schlafen. Ich könnte sonst vielleicht eine 4. Pritsche hier reinsetzen und den Spind hier vorne vor. Jetzt fertigen. So eine, wo ist denn das hier? 4 Rohre, 3x Wolle. Ein richtiges Bett könnte ich da reinsetzen. Bequemer als das Feldbett. Reduziert die Müdigkeit mit moderater Geschwindigkeit. Guck mal. Ich könnte 3 Betten bauen und 3 Pritschenbett nehmen. Aufrüsten. 5 Rohre brauche ich dafür. Gegenstände einsammeln. Guck mal hier. Zack, zack. Oh, ich glaube, ich brauche auch noch mal Objekt fertigen. Stufe 2. Nehme ich so eine mittlere Lagerkiste. Mäuschen. Nee, warte mal. Du gehst schlafen. Und sobald du wach bist, baust du die Kiste hier auf. Recycelt. So. Direkt wieder in die Kiste. Ja, und ich werde das so machen. Die Rucksäcke, die mehr oder weniger am Ende sind, die werde ich dann entsprechend verkaufen. Okay, cool. Recyceln. Und ich Kunststoff und Gummi. Und wir haben hier Stromschwankungen. Ist ja auch witzig. 1,9 Kilowatt. Wochenbericht jetzt verfügbar. Los Muertos. Okay, haben wir 50 plus. Okay. Ja, schließen soll. Die Jungs kommen auf jeden Fall nach Hause. Lagerkapazität wird gleich erhöht. Behelfsrecycler und Generator. So. Gruppe braucht Aufmerksamkeit. Nancy, oh, ich kann es kaum erwarten, das zu essen. Hey, verschwinde von hier. Das ist mein Essen. Ich habe es gefunden. Es gehört mir. Sei denn, du hattest etwas Besseres. Was machst du überhaupt hier? Handeln. Ich weiß nicht so recht. Okay, aber beeil dich. Ah, oh.
Stärke 12 für einen Handball. Brokkoli. Brokkoli habe ich, glaube ich, keinen mehr, ne? Die muss ich eigentlich nochmal mitnehmen. Jetzt wird 15. So, was kann ich euch anbieten? Kohlsamen. Seife mal. £16,50. Ich hätte aber schon gern zweimal Brokkolisamen für den Fall, dass mir die Ernte irgendwie kaputt geht. Rottensamen wollen die bestimmt nicht. Ach komm, ist egal. Gut, einverstanden. Ach geil, gleich ein Charisma-Punkt hoch. Auch cool. Pflanzen können geerntet werden. Vollständig gewachsen. Ach cool. Tomaten und Pilze, ey, die wuchern hier unten. Super. So. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Laura, warte mal. So. Du pennst einfach mal. So, reparieren, Pflanze ernten. Nicht mit Strom versorgt. Ich weiß nicht, ob da zu wenig Kraftstoff drin ist oder so. Geil, Tomaten gehen richtig gut. Regentonne. Ich muss auch noch mal so eine bessere, größere Regentonne bauen. Objekt fertigen. Level 2. Kaputte Ausrüstung. Ging kaputt. Ach, schade. Ich dachte, die halten noch einmal. Schade, das war doof. So, zu essen. Nur die eine. Alles nehmen, ne? Zack. So, passt auch wunderbar rein. Okay, Anthony, Speisekammer öffnen. So, was muss denn als erstes weg hier? Das muss weg. Hack. Warte mal, möchte irgendjemand etwas Bestimmtes essen? Kohlgericht. Trainieren, Beschwerdegehalt wert, Zugriff auf Schrotflinte. Kohlgericht. Habe ich was mit Kohl? Tomatensuppe, Pilzsuppe. Nee. Schließen. Objekt fertigen. Gemüseeintopf. Karotten und Kartoffeln brauche ich. Schade. So, weg damit. Was möchtest du essen? Gefangene verhören. Spinatgericht. Spinatgericht habe ich auch nicht. Handelswert 10, Handelswert 10. Brokkoli habe ich auch nicht. Brokkoli und Spinat. Kartoffelgericht habe ich auch nicht. Tja, schade, Männers.
Geschäftsraum Bauplan hinzufügen. Gasannäherungsmine. Ein Bauplan, der erklärt, wie eine Gasannäherungsmine. Schalte diese Anleitung frei, indem du sie zum Zeichentisch hinzufügst. Ach, okay, cool. Ich möchte ein Spinatgericht essen. Tomatengericht essen. Guck mal, das haben wir doch. Tomatensuppe. So, und wenn es regnet, hoffe ich mal, dass hier meine Wassertanks wieder voll laufen. So, du hast Durst. Trinken. Duschen. Schlafen. Du auch. Trinken. Schlafen. Packfell. Trinken. Schlafen. So, und Anthony, kannst hier mal Pflanze ernten. Warte mal. So, du fügst den Bauplan hinzu, gehst was essen und du gehst nach dem Essen hier oben an die Beete. Boden ist nass. Boden ist nass. Vollständig gewachsen. Spinat. Pflanze ernten. Boah, geil. Samen pflanzen. Kartoffeln kann ich hier unten pflanzen. Oh ja. Er geht gleich schlafen. Sobald er wach ist, geht er duschen. Du kannst mal dazu trinken. Oh ne, guck mal, du gehst genau was trinken und duschen. Ausrüstung reparieren. Cool. Melissa, wo willst du denn hin? Warte mal. Samenpflanzen. Brokkoli 5 bis 21. Zwiebeln. Yep. Jetzt fertigen. Level 2. Noch ein Pflanztisch, glaube ich. Ich brauche mehr Strom, ne? Windturbine. Geschätzte Haltbarkeit. Oh, meine, das war's in meiner Falle. Müllcontainer ist nichts. Boden ist nass, Brokkoli wächst. Durch Fleisch. Gut, ich muss immer wieder pausieren, weil mir das irgendwie so ein bisschen zu fummelig wird. Kannst mal auf Klo gehen. Stärker und schneller möchte sie sein. Ja, Toilette und dann selbe Spiel wie sonst auch. Warte mal, nee, du kannst sauber machen gehen danach. Windturbine, okay, cool. Nach der Windturbine kannst du mal reparieren. 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 Aufrüsten. 4 Rohre. So, zack, zack. 4 Rohre und Schutzraum reinigen. Regen an der Oberfläche, ja.
Ausrüstung reparieren. Guck mal, hier, der Rucksack, der ist nämlich komplett runter. So wie der. Ach nee, warte mal, okay. Die sind doch nicht ganz kaputt, aber die werde ich dann eintauschen, die vier. Und dann müsste ich nochmal drei neue Rucksäcke bauen. Aufrüsten. Kapazität. Die Menge an fungierendem Wasser, die der Wasserreiniger aufnehmen kann. Die Langlebigkeit des Wasserreinigers. Okay, geht schneller. Oh, reparieren. Falle lernen. Toilette benutzen. Diskette einlesen. Du hast einen Anführerschaftspunkt erhalten. Okay. Minus 1. Okay. Gemüsefan, inkompatibel mit Fleischfresser. Flucht gelingt garantiert, wenn die Gesundheit des Anführers im Kampf unter 60 sinkt. Das ist cool, dass sich das noch weiter verbessert. Werkbankmeister, alle hergestellten Gegenstände an einer Werkbank haben eine 20% erhöhte Chance von exzellenter Qualität zu sein. Okay. So, Männers. Speisekammer öffnen. Die Suppen müssen weg. Wann möchte ich ein Kartoffelgericht? Habe ich noch nicht. So, erstmal die Reste essen. So, soviel zu Christopher. Anthony. Warum ist er denn noch müde? Schlafen, Speisekammer. Kohlgericht. Ja, habe ich auch noch nicht. Spinatgericht. Gefangenen verhören. Warte mal, kannst du sonst mal reparieren? Beim Reparieren helfen. So, da fehlt aber noch ein oder zwei. So, sie geht sauber machen. Eins, zwei, drei. Da fehlt da noch einer. Der ist wahrscheinlich irgendwo. Genau, da kommt er gerade. Douglas. Brokkoli-Gericht. Gehst erstmal duschen, Junge. Stinker. Und, warte mal, sie war das, ne? Ist gleich fertig. Was wollte ich denn mit ihr gerade herstellen? Genau, Objekt fertigen. Zwei neue Rucksäcke, eigentlich drei. Objekt fertigen, da brauche ich noch einmal Leder für. Leder. So kriege ich keinen. Ja, dann muss ich wahrscheinlich. Ja, nee, geht so nicht. Tauschobjekt, guck mal. Die kannst du nochmal herstellen. Oh, richtig was los hier. 52 von 170. Super. Objekt fertigen. So. Tasche, Rucksack. Okay, okay. Sie geht basteln.
Ihr geht reparieren. Ihr geht pennen. Ihr geht was essen. Erst duschen. Geht danach was essen. Und Fähigkeiten habe ich schon wieder. Stärke. Geschick. Kann randomisiert auf mehrere Ziele schießen, bis das Magazin leer ist. Genauigkeit reduziert. Die Distanzgenauigkeit, einen Gegenangriff auszuführen. Schaden durch Klingenwaffen. Wirft Gegner Sand in die Augen. Führt einen Angriff aus, der 50% Basen gleichzeitig einen Gegenstand vom Gegner stiehlt. Ausdauerverbrauch 4. Das brauche ich eigentlich nicht. Wenn die tot sind, dann kriege ich sowieso deinen Kram. Von daher ist das völlig wurscht. So, Tapferkeit, Wahrnehmung, Charisma da 2 und Geschick auch nochmal 2. Wie die Chance, einen Gegenangriff auszuführen. Den nimmst du auf jeden Fall mit. Den Char mit Klingenwaffen. Er hat ja ein Messer. So, dann haben wir noch Charisma. Versucht, einen Gegner zu verwirren, hat eine 75% Chance auf Erfolg. Bei Erfolg wird dieser Charakter betäubt. Okay. Die im Bett geheilt werden, heilen 10% schneller, wenn sich dieser Charakter im Schutzraum befindet. Erhöhung der Herstellungsreparaturgeschwindigkeit um 25%, während er sich im Schutzraum befindet. Na, der ist ja eh häufig unterwegs. Generiert Ressourcen 10% schneller, wenn Ressourcen in einem Produktionsgebäude auf der Karte. Das Interesse eines Rekruten oder Händlers zu wecken um 5%, wenn du einen Funkruf aussendest. Wenn du allein oder mit anderen Charakteren reist, die diese Fähigkeit würde von anderen Fraktionen nicht angegriffen. Die nehme ich mit. Erhöht die Reisegeschwindigkeit der Gruppe um 5%, wenn sie zu Fuß unterwegs ist. Wenn sich dieser Charakter im Kampf befindet und nicht bewusstlos ist, wird jeglicher Schaden, den andere Gruppenmitglieder zugefügt wird, reduziert. Nee, komm, Laufgeschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen. Cool. So, ihn hatte ich. Sie hat nichts. Er hat noch irgendwie einen Punkt. Tapferkeit, Wahrnehmung, Charisma, Intelligenz. Geschick und Stärke jeweils 1. Mit Distanzgenauigkeit, Streuschuss, Chancen, Gegenangriff auszuführen. Yes. Stärke. Er hält plus 5 Stärke. Diese Steigerung der Stärke endet nach der nächsten Runde. Ach so. Aufpumpen, das ist dann für einen Kampf. Schaden durch stumpfe Waffen um 10%. Oh ja. Kopfstoß. Kann versuchen, eine gebrochene Gliedmaße zu heilen. Entweder auf Arme oder Beine zählt, Gliedmaßen zu brechen. 6 Aktionspunkte, schon recht doll. Giftschlag. Ausdauerverbrauch 3 nur. Ein Angriff mit einer versteckten Giftwaffe verursacht 120% einen Statuseffekt vergiften. Ja, guck mal. Nimm doch mal den mit, Junge. So, sie hat nix, Anthony hat nix, Laura hat nix, Christopher und Douglas habe ich schon. Ich glaube, da habe ich alle, ne? Ne, guck mal hier, Christopher, der hat noch. Fähigkeiten, ein Stärkepunkt, Luftröhre zerschmettern. Erhöht tragbares Gewicht. 10 Pfund. Die nimmst du mit. Geschick. Mit Distanzwaffen einen Gegenangriff auszuführen um 20. Ja. So, sonst nix. Wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass Anthony ausgeschlafen hat und was gegessen hat. Und dann geht's auch schon wieder los. Kinderschulranzen. Beziehung? Nee, Quatsch. Wo wollte ich denn jetzt gucken? Attribute.
Wahrnehmungsbuch, Charismabuch, Geschichtenbuch, Intelligenzbuch. Wahrnehmung, Charisma. Intelligenz. Ja, komm, mach mal auf Intelligenz. Einundvierzig, 32, 23. Kannst du mal auf Toilette gehen? Na, guck mal, die beiden quatschen miteinander. So, und ihr geht mal alle was trinken, solange es regnet. Jemand fehlt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Duschen. Warte mal, da fehlt doch einer. So, Wasser trinken. Fähigkeiten, geil. Tapferkeit, Wahrnehmung, Charisma, Intelligenz, schon wieder ein Punkt. Kann versuchen, den Status in den Gluten zu heilen, ohne einen Verband zu benötigen. Erhöht die Genauigkeit aller Nahkampfangriffe um 10%. Erhöht die Wirksamkeit des Erste-Hilfe-Sets. Bei Bewusstsein versuchen, verursachen alle Gruppenmitglieder mehr Schaden. Immun gegen Stimmungsmodifikation bei Verletzung. Verringert die Dauer von Stimmungsmodifikation. Eine höhere Chance, dem Kampf zu entkommen. Geringeres Risiko für Nervenzusammenbruch. Fortgeschrittene Anatomiekenntnisse erhöhen den Nahkampfschaden um 10%. Im Kampf gewonnene Erfahrung wird um 50% erhöht. So, und dann, so, zerlegen. Zerlegst du gleich drei Betten. So, und dann setze ich mir da bessere Betten hin. Okay, Objekt fertigen. Level 2. Bett. Okay, warte noch einen Moment. So, Objekt fertigen. Nochmal das Ganze. Level 2. Bett. Objekt fertigen. Level 2. Noch ein Bett. So, Objekt fertigen. Level 2. Ein drittes Bett. Brauche ich 6 Nägel für. Die kann Dingenskirchen hier mal machen. Melissa. Nägel. 6 Stück. Expedition planen. So, die Vierer Bauten wieder. Leistungsspiegel 1,63, keine Ahnung, was das heißt. Ausrüstung.
So, pass auf, du kriegst einen neuen Rucksack, das Fernglas und eine kugelsichere Weste. Du kriegst auch einen neuen Rucksack, eine kugelsichere Weste und die Campingausrüstung. Du kriegst auch einen Rucksack, aber ein bisschen... Ne, auch den neuen. Und du kriegst auch einen Rucksack. So. Genau. Waffen. So, Messer Stufe 3. Guck mal, es geht auch kaputt langsam, ne? Schaden 15 bis 20. 15 bis 20. Ja, ist völlig egal, ob 1 oder 8 Sterne. Und, Medizin. Zack. Dreimal das Ganze, für den Fall, dass das hier irgendwie mal schief geht. Weiter. Alle derzeit aktiven Quests erscheinen, ja. Oh, was ist das? Restaurant. Nur stehen ist billiger. Ein Händler behauptet, eine große Auswahl günstige Produkte zu verkaufen. Du musst ihn nur in seinem Laden treffen. Oh, was ist das? Apartment. Will ich dahin? Ja, eigentlich nicht schlecht, oder? Die Karte ein bisschen zu erweitern in diese Richtung. Kontrolliert von die Zacken. Ach. Oh, warte mal. FFT-Bande. Tankstelle. Okay, das ist meine Region hier oben. Kann ich da was machen? Besuchen. Außenposten sind die Kontrollpunkte von Kartenregionen. Wer den Außenposten kontrolliert, kriegt die Region. Außenposten können angegriffen und durch Besiegen der aktuellen Besitzer erobert werden. Solange du einen Außenposten nicht kontrollierst, kannst du mit seinen Besitzern Handel treiben. Du kannst auch Notfallrationen erbitten, wenn du Gefahr läufst, auf einer Reise durch Nahrungsmangel geschwächt zu werden. Das ist ja cool. Okay, Wegpunkte löschen. Warte mal, ich gehe da wieder hin. 10 Stunden und gehe hier einmal so rum. Dahin, dahin und dann irgendwie wieder zurück. Reste abgrasen. Was machst du noch? Das letzte. So, Objekt fertigen. Stufe 2 und noch ein Bett. Aber du gehst jetzt schlafen. Du sollst so die Baustelle hinlegen und fertig bauen tut sie das. Schnelle Zerlegung. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Charaktere Objekte zerlegen. So, Gegenstände einsammeln. Alles nehmen. Bestätigen. Recycled. So. Silberklumpen. Tauschobjekt. Handelswert 10. Ich habe ja auch irgendwie so einen Goldklumpen. Handelswert 50. Da sieht das Ganze schon besser aus. So. Mal den ganzen Müll wieder reinschmeißen, ne? Kette. Schrotthaufen. Cycle-Dauer 5 Stunden. Zink kriege ich daraus und Silizium. Und Magnesium. Sehr cool, Melissa. So, wächst. Wächst. Hat keinen Händler.
Wachstum. Wachstum. Wächst alles. Ja, komm, geh einfach alles nochmal reparieren. Hadert nicht. Gefangene zu befreien, deine Ressourcen zu stehlen oder einfach nur Verwüstung anzurichten. Du kannst dich verteidigen, indem du Fallen aufstellst und sie im direkten Nahkampf bekämpfst. Schicke ein Fraktionsmitglied aus, damit es mit den Einbrechern kollidiert, um einen Kampf auszulösen. Oh, warte mal, Pause. Oh, da kommen tatsächlich zwei. Kann ich zurück? Nee, das dauert zu lange. Oh shit. Die schweißen mir hier echt die Hütte auf, Alter. Lager ansehen. Mädels, ihr müsst jetzt echt tapfer sein. Gruppenauswahl. Du hast einen Kampf mit einer Einbrechergruppe ausgelöst. Du kannst eine verteidigende Gruppe auf dieselbe Weise zusammenstellen wie eine Expeditionsgruppe. Entscheide mit den Auswahlpfeilen an ihren Avataren, welche Fraktionsmitglieder Teil der Gruppe sein sollen. Rüste gewählte Mitglieder dann mit Ausrüstung und Waffen aus dem Lager aus. Okay. Das sind nur die beiden. Weiter. Dann mal Stärke 2 haben beide, ne? Benötigt Stärke 1, benötigt Stärke 2. Komm mal einmal hin. Ja, das war's an Ausrüstung. Begegnung im Schutzraum. Gegner verwirren. Oha. Okay, so. Klatschen wir erstmal die hier weg. Fähigkeit einsetzen. Giftschlag. Angreifen. Verbraucht nur 3, ne? Genommen. Shit. Ich hab sie geschlagen, sehr schön. Fähigkeit einsetzen, Giftschlag. Na. No. Blutet. Entwaffnet. Scheiße. Oh, Gegenangriff. Sehr cool.
Melissa-Fähigkeit einsetzen. Diebstahl gescheitert. Auch einfach nicht. Fähigkeit fehlgeschlagen. Ja, mit den Kämpfen holen die aber definitiv keinen Preis. Die Frage scheitert, schade. Geblockt. Shit. Notfallheilung. Okay, Anna ist bald fertig. Mann, braucht die zu heilen? Laura. Steven hat noch 150. Egal, wir machen Anna fertig. Melissa hat auch nur noch 37. Fähigkeit einsetzen auf dich selbst. Gegenstand einsetzen auf dich selbst. Verband. Von Bluten erholt. Ah, shit. Ja, komm schon. Boah, Melissa geht's auch nicht mehr gut. Boah, okay. Ernsthaft? Wie viele Erste-Hilfe-Kästen hatten wir dabei, Mann? So, fall endlich um hier, du Sau. Shit, Melissa ist gleich kaputt. Bewusstlos. Endlich. Aber das schafft sie nicht mehr. Cool.
Betäuben abgewehrt, okay. Wird knapp. Und sie blutet. Gegenstand einsetzen kann ich nicht. Fliehen kann ich auch nicht. Niederlage. So, sind jetzt beide tot oder wie sieht das aus? Okay. Einer ist im Kampf gestorben. Oh shit, Tatsache. Meine Expedition wurde zurückgerufen. 11 Bretter gestohlen. Alle Wegpunkte löschen. So, ab nach Hause. So. Männers, ab nach Haus. Okay, Ausrüstung ist zum Glück nicht kaputt gegangen dabei. Wenigstens etwas. So, wieso geht Essen nicht mehr? Ach, mein Lager ist voll. Okay, Pause, warte mal. Anthony. Kannst du auch hier bestimmt HLW versuchen, warte mal, Fähigkeiten, ne? Intelligenz Level 2. Der kann's nicht. Douglas. Okay, Anthony. Leiche bewegen. Nee, scheiße raus. Oh, Kacke, die ist tot. Oh, sie hat's geschafft. Verwest langsam. Ach du Kacke, Alter. Warte mal, was sagt denn die Zeit? Ja, ich würde sagen, hier mache ich nochmal Pause. Dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß bei dir, bis bald und ciao.